Das Profilfach Musik macht aus, dass es viel Spaß macht, dass es keine Eingangsvoraussetzungen gibt, außer dass man ein bisschen Leidenschaft für die Musik mitbringen muss. Die Schüler haben im Musikprofil eine Stunde extra pro Woche, in der 5, in der 6 und auch in der 7. Und da arbeiten wir projektorientiert, das heißt, wir werden zu 4 unterschiedlichen Bereichen Projekte zusammen entwickeln und die dann durchführen. Also in der Unterstufe haben wir den Safer Internet Day. Der findet einmal im Jahr statt, in der 5., 6. und 7. Klasse. In der 5. Klasse beginnt man mit dem Thema, welche Suchmaschinen nutzt man, wie sucht man eigentlich gescheit im Internet. In der 6. Klasse kommt eine Medienpädagogin dazu, die über Gefahren auch an WhatsApp und ähnlichen Sachen informiert. Und in der 7. Klasse geht es dann mehr Richtung Datenschutz und Privatsphäre. Es hat einfach sehr viele Möglichkeiten. Wir haben einen wunderbaren Raum, wir können hier wunderbar experimentieren. Wir haben sehr engagierte Lehrer im Bereich Naturwissenschaften, in der Physik, in der Biologie und auch in der Chemie. Wir haben das Navi-Projekt. Wir haben die Möglichkeit, dass man dort noch weiter forscht, wenn man Interesse hat, in den Bereichen Biologie, Chemie, Physik, das auch fächerübergreifend zu machen. Und das ist eine sehr schöne Möglichkeit, die wir in unseren GN-Klassen besonders durchführen. Wir haben sogar die Möglichkeit, dass man einen Leistungskurs Chemie wählt. Das ist etwas ganz Besonderes. Das haben wir in Kooperation mit den anderen Schulen hier in Detmold. Ja, wir sind gut aufgestellt. Französisch hat den Vorteil, dass es eben den Schüleraustausch gibt mit Saint-Omer. Der findet jedes Jahr statt. Dabei ist es so, dass wir die 8. und 9. Klassen zusammenfahren lassen. Ein Jahr kommen die Franzosen, dem anderen Jahr kommen die Deutschen zu uns. Der Schüleraustausch wird ganz gut wahrgenommen. Es gibt regelmäßig ca. 20 bis 25 Schüler, die an dem Austausch teilnehmen. Also Kunstprofil ist schon mal ganz wichtig, dass die in Klasse 5 und 6 jeweils eine Stunde mehr Kunstunterricht haben. Also erstmal geht es ganz viel um Wahrnehmungsschulung. Und Wahrnehmungsschulung kann man eigentlich nur, indem man so sensibilisiert wird, andere Bildzugänge findet, generell sich Bilder auch mal anguckt. Unsere ganze Umwelt besteht aus Wahrnehmung und zunehmend mehr durch diese ganzen Medien. Und dass da die Schüler einfach so einen gewissen Zugang dazu haben, eventuell auch etwas kritischer damit umgehen können, das wäre so ein ganz großes Ziel. Das Schöne ist, dass die Comic AG von der 5. Klasse bis zum Abitur von Schülern getragen wird. Dass man hier nicht unbedingt die Note im Mittelpunkt steht, sondern kreative Dinge tun, auch malen, sich mit Comics beschäftigen. Und das Wichtigste ist, miteinander reden, miteinander auch ein bisschen chillen. Es ist ein Unterricht, der mir sehr viel Spaß macht. Ich mache das freiwillig, die Schüler machen es freiwillig. Weil die Leute teilweise auch wirklich sehr nett sind. Man kann mit ihnen über viele Sachen reden, also was so mit Zeichnen zu tun hat, neue Ideen bekommen, was man zeichnen kann und gucken, was die anderen zeichnen. Der ist total nett, sehr lustig und er gibt uns auch sehr viel Motivation und auch tolle Tipps. Es ist ein besonderes Gymnasium, finde ich, darf man schon sagen. Und zwar deshalb, weil es so ganz besondere Schwerpunkte hat. Kunst, Musik und Sport gibt es ganz selten. Und das ist Schwerpunkt. Und das haben wir. Deshalb sind wir sowas Besonderes. Und bekommen dann auch besondere Schüler. Meine Liebe für diese Schule habe ich entdeckt in meinem Referendariat. Ich war schon mal 1979 bis 81 an dieser Schule als Referendar und habe gesagt, als ich dann hier erst mal aufhören musste, wenn du noch mal irgendeine andere Schule wieder besuchst, dann diese. Auf jeden Fall wollte ich wieder an diese Schule, weil sie eine ganz bestimmte Atmosphäre hat. Ich finde das Grabe total sympathisch. Es ist sehr freundschaftlich, was die Lehrer-Schüler-Beziehung angeht, was die Schüler-Schüler-Beziehung oft angeht. Es ist nicht so verkrampft. Und ich habe einfach so das Gefühl, die Atmosphäre generell an dieser Schule ist nett, sodass man sich wohlfühlen kann. Und das, finde ich, ist so die Grundlage, damit man auf dieser Atmosphärenbasis dann auch tatsächlich arbeiten kann. Unsere Schule ist nicht eine selbstverständliche Schule. So eine Profilschule mit unseren Fächern gibt es nicht so oft. Es
Es gibt viele Schulen, die keine Kunst oder wenig Musik haben, die vielleicht nur eine Sportklasse haben, sportbetonte Schule sind. Das ist sehr wichtig, dass wir das Krabbe sind. Das Krabbe ist das Krabbe. Das ist, wer das Krabbe kennt, weiß, was ich mit dem Satz meine. Und die Neuen sollen das neu kennenlernen. Ich finde das klasse. Ich bin überzeugt, das hat sehr stark mit den Profilfächern zu tun. Man wird schnell, man wächst hier schnell zu Klassengemeinschaften zusammen. Und deshalb kriegen wir eine bestimmte Sorte Schüler, die sind mir ganz viel wert.